Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, es geht um Guild Wars 2. Und zwar weiß ich jetzt, dass die wenigsten von euch wahrscheinlich auch nur irgendwas mit diesem Spiel anfangen können. Und dementsprechend werde ich das natürlich auch ein bisschen erklären. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt, geht es darum, dass wir ein Verlies machen wollen zusammen mit ein paar anderen Leuten, weil Verliese kann man nicht alleine machen. Das sind sozusagen die Dungeons hier in Guild Wars 2, wo man halt die halt auch nur mit mehreren Leuten machen kann, also mit 4 bis 5 meistens. Und das ist so mein Heini, mit dem ich das machen werde. Hat einen sehr unglaublich kreativen Namen, nämlich Just Moriarty. Ich finde, der ist echt ne unglaublich kreativ. Wie auch immer, ich werde das alles noch ein bisschen erklären, wenn wir dann dabei sind, weil jetzt ist es so ein bisschen langweilig, deshalb dann, dass ihr auch wisst, was ich so mache. Da keine Sorge, das werdet ihr schon alles mitbekommen. Und wir sehen uns dann gleich, sobald ich eine Gruppe da gefunden haben sollte. Das Ganze wird nämlich mit einem Player-Suchsystem funktionieren, was es schon gewusst vergibt. Manchmal nicht so ganz funktioniert, aber ich hoffe mal, diesmal wird es klappen. Und weil mit der Gilde ist das ein bisschen schwierig, weil da müsste ich mehr schreiben und das wäre, glaube ich, nicht so toll, weil wenn ich den ganzen Tag nur am Schreiben bin, weil die irgendwas von mir wollen, dann hilft es natürlich auch nicht, weil so ist es dann vielleicht ein bisschen besser zum Kommentieren. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Bis gleich. Natürlich werde ich jetzt dauernd Cuts wahrscheinlich einfügen müssen, also jetzt schon alleine, weil es ein bisschen was dauert, bis ich wirklich in der Gruppe bin und bis das funktioniert. Kann auch sein, dass ich manchmal was wegcutten muss oder so, das werdet ihr dann sehen, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal ankündigen. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir dann auch schon. Das Gräben, ihr vielleicht noch so gerade gesehen habt, aufploppend, war an sich, ich teleportiere mich mal kurz dahin, so ein Auswahl, welchen Weg wir gehen wollen. Und zwar sind wir hier nämlich im, ich weiß nicht, Erforschungsmodus heißt das, glaube ich. Und ich muss hier gleich, glaube ich, ein bisschen durchlaufen. Bin ich etwas später dazu gekommen, dementsprechend muss ich gerade ein bisschen was noch überspringen. Die Story ist an sich jetzt auch nicht so wichtig, beziehungsweise wird sowieso von den meisten übersprungen. Dementsprechend ist das auch nicht so wichtig. So. Ah, ich glaube, die kenne ich schon. Yay, dann bin ich ja sogar leicht im Vorteil. Wenn ich das schon alles kenne. So, wo sind denn die anderen Homies? Verziehen sich da wieder in der Ecke? Ich kenne das sogar schon, eine Taktik dabei. Und zwar hängt man sich gleich hier so in die Ecke hin. Und bekämpft die von da aus. Weil gleich kommt auch noch so ein Megaboss. Aber das werdet ihr gleich sehen. Das Schöne ist nämlich, dass die dann immer von einer Seite quasi nur angreifen. Und wir die sozusagen so direkt fertig machen können. Vor allem gegen stärkere Bosse, wie wir sie ja gleich sehen, ist das viel praktischer. Man kann sich halt gegenseitig viel höher boosten. Und ihr habt gesehen, ich habe gerade eine Axt als Waffe. Aber momentan sind es auch nur schlechte Gegner, so kleine Dinge. Und zwar das Schöne an der Axt, das habt ihr vielleicht schon eben bemerkt, dass die zwischen den Gegnern hin und her fliegt. Das heißt, man macht bei mehreren schwächeren Gegnern einfach mehr Schaden. Das sind noch so ein paar Attacken, die ich dazu habe. Da ist die beispielsweise Streumusterwerf, also mehrere gleichzeitig treffen kann und noch Blutung zufüge. Blutung ist so ungefähr ein bisschen schwächeres Gift und hat jemand eine Legendary, cool. Das sind so Waffen, die unglaublich mega krass schwer herzustellen sind. Und damit kann ich die Gegner noch, ups. Oh ja, ja gar nicht viele oder so. Damit kann ich die Gegner noch sozusagen einfrieren, also die werden dann ein bisschen langsamer. Bringt an sich jetzt nicht so viel, setze ich auch nicht so häufig ein. Und das habe ich eigentlich nur wegen dem Geschwindigkeitsboost drin. Das ist mein zweiter, und da ist auch schon der Boss. Mein zweites Ding war nämlich ein ja, wie heißt das Ding noch uns? So eine Art Rufhorn oder einfach nur Horn. Damit kann man sich an sich nur hochboosten oder den Gegner so komische Viecher, Vögel auf den Hals hetzen. Das ist jetzt meine erste Waffenkombination, nämlich der Kurzbogen. An sich greife ich den einfach mit der Standardattacke an und ich heile mich mal kurz mit so einem kleinen Heilfeld. So. An sich greife ich den immer nur mit einer Standardattacke an. Die ist nur dafür, noch zusätzlich Gift zu machen. Und die macht ihn noch zusätzlich langsam und solche Späße. Ups. Das werdet ihr aber gleich nochmal sehen. Und ich wurde tatsächlich von diesem dämlichen Feuer fertig gemacht, was hier immer noch war. Hätte ich mal besser aufgepasst. Naja, das schafft. Weil hier sind auch noch so dämliche Feuerdinger, die immer durchgehen. Aber das habe ich ja noch locker überlebt. So. Oh ja, hier waren ja auch noch Feuerdinger. Ups, 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 ups. Das ist ewig her, dass ich das gemacht habe. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht so einen Vorteil, dass ihr euch jetzt denkt, oh, du weißt doch schon alles. Nee, weiß ich nicht. Glaub mir, das ist ewig her, dass ich das gemacht habe. Ups. Und immer wenn dieses rote Ding kommt, heißt das, dass da gleich eine Feldattacke hinkommt. Und das ist nicht so gut, wenn man da steht. Machen wir doch die mal. Das ist meine Special-Attacke. Die hält sozusagen alle fest. Ups. Und sie kriegen auch noch ein bisschen Schaden dadurch. Aber hauptsächlich ist es dafür da, sie festzuhalten, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Boah, diese keine Ahnung, wie man, da gibt es bestimmt irgendeinen professionellen Namen für
diese Feldattacken da, die dauernd kommen, das ist echt nervig. So, nochmal kurz zum Zeigen hier. Zack, vergiftet. Das fügt noch zusätzlich hier Verkrüppelung zu. Ups, die anderen Effekte waren aber nicht von mir, nur das Verkrüppeln. So. Damit, oh, da haben wir gleichzeitig noch einen Champ. Ja, ist ja cool. Also Gold heißt, dass es ein Champ ist. Der ist aber ziemlich schwach für einen Champ, finde ich. Ups. Oh, da ist jemand schon tot. Dann heilen wir den mal kurz. So, perfekt. Perfekt, perfekt. Ich bin halt ein ziemlicher Fernkämpfer. Ups, hier drin. Oh Mist, ich habe ja noch gar nicht gesagt, so klassenmäßig. Klassenmäßig bin ich... Oh, der ist ja schon tot. Ups. Alter, diese halt springt irgendwo hin, da muss man direkt wieder woanders hinspringen. So verwirrend einfach. An sich bin ich von der Klasse her ein... Oha. Ich versuche nur gerade nicht zu sterben, das wäre ganz gut. So. Von der Klasse her, das da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus, ja, ja. Oh fuck, ja, stimmt, da musste man glaube ich einfach nur... Ach, das waren alles diese nervigen Fallen. Ups, so. Das habe ich noch so gerade geschafft. Ach stimmt, jetzt kamen noch diese Feuerdinger dazu. So, das haben wir noch ganz gerade überlebt. Ich bin, wie es im Englischen heißt, ein Ranger. Hört sich irgendwie cool an, das auf Deutsch Waldläufer. Das heißt, ich habe immer diesen kleinen Bärli dabei, der mir beim Kämpfen hilft. Den setze ich jetzt hier gerade nicht ein. Habe den auf Passiv, dass er seine Gegner nicht, meine Gegner nicht angreift, weil er meistens sowieso nur krepiert, ohne wirklich viel Schaden machen zu können. So, das ist wieder so ein Gegner, wo man sich in der Ecke verkriecht, weil es irgendwie am taktisch sinnvollsten ist. Ich habe mir die ganze Sache auch nicht ausgedacht. Das waren irgendwelche anderen Leute. Und ihr seht, das mit dem Kamera ist einfach super, wenn man in der Ecke drin hängt. Funktioniert bei Charakteren ja sowieso. Ich kann noch nicht mal sehen. Egal. Ah, jetzt sehen wir ihn teilweise zumindest. Aber ihr seht, ich habe gerade Dauerfeuer an und da seht ihr den Gegner. Also, alles gut. Das ist ja ein wunderschönes Kamerabild hier gerade. Kriegt man ja Kopfweh von. Wie auch immer, in der Zeit kann ich mal kurz die Attacken erklären. Das macht mich schneller und ich schieße schneller. Kann man normalerweise auch sehr gut sehen. Jetzt gerade aber nicht. Und ich heile mich mal kurz wieder. Das ist eine Heilquelle. Die gibt jedem Regeneration, der da drin steht. Also auch allen anderen gerade. Hey, ich habe gerade mal was gesehen. Unglaublich. Für so ein paar Sekunden. So, jetzt. Ach, na, es ist immer so für eine Sekunde geht's wieder zurück. Na, jetzt kriegt ihr totalen Kollaps und bleibt jetzt so halb fertig. So ein bisschen Gift, ein bisschen Verkupplung. Vom PC-Bildschirm hängen wahrscheinlich, aber das macht mir nichts. So. Ach du Kacke, jetzt macht aber auch nicht Schaden. Meine Special-Attacke wieder hilft in dem Fall jetzt eigentlich nur wegen der Blutung, die es noch zusätzlich gibt. Blutung, falls ich nicht gesagt habe, war ein bisschen schwächeres Gift, zieht also nach einer Weile mehr. Darauf bin ich auch ein bisschen geskillt, das heißt, ich mache hauptsächlich Blutung. So, da haben wir den Gegner doch schon erledigt. Ist halt nicht so ansehnlich, aber das sind halt die Taktiken, die man so macht. Und ich bin auch keiner, der dann sagt, nö, ich will das jetzt ganz anders machen. Das ist ja auch nicht so schön. Da haben sich die Leute ja schon was bei gedacht. Ansonsten habe ich noch zwei Siegel, die ihr vielleicht sehen könnt. Die sorgen dafür, dass ich passiv etwas schneller laufe. Ich glaube mal, wo der vielleicht ist das geschickter. Keine Ahnung, ist das geschickter? Ich weiß es nicht. Oh, wie sie fallen hier überall. Ups, so. So, an sich geben die mir zum Beispiel einen Geschwindigkeitsboost, das andere erhöht meine Zähigkeit, das heißt, meine Rüstung ist besser und meine Verteidigung ist besser. Finde ich an sich ganz cool, dass die eben auch passiv wirken, die ändere ich auch dauernd mal, die Fähigkeiten, die ich hier so habe. Ist nicht so, dass die immer so bleiben würden. Und ihr seht an der Karte, hier müssen wir hin. Und das ist die Story, die man eigentlich so gut wie immer überspringt, wenn man mit anderen spielt, zumindest so, weil man währenddessen so AFK rumsteht und das ist nicht gut. Und da ist offensichtlich eine Kette, mit der wir irgendwas machen sollen. Ah, und hier sind auch zwei Ketten. Ach, muss ich noch zu der hier? So. So, meine Gilde schreibt auch schon wieder fröhlich rum. Könnte ich eigentlich auch mal ausblenden. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich den noch für den Gruppenchat, falls sie noch was schreiben oder so, dann sollte ich das ja schon sehen können, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Ach, da unten sind Gegner. Muss ich das immer noch was machen, oder? Oder nicht? Ich glaube nicht. Dann greifen wir mal von hier oben. Das ist doch eine schöne Situation. Ach, das liebe ich, wenn man einfach so snipermäßig von oben runterschießen kann. Diese Siegel haben auch noch einen schönen Effekt, dass die, wenn man sie aktiviert, geht die passive Fähigkeit weg. Dafür kommt noch eine neue dazu. In dem Fall seht ihr da vielleicht aktives Siegel. Euer Tiergefährte nimmt keinen Schaden bei Angriffen. Ich bin so geskillt, dass ich auch keinen Schaden bei Angriffen bekomme, wenn ich das mache. Das ist ziemlich praktisch in Notsituationen. Und das gibt mir dann, also wir fügen halt ein bisschen mehr Schaden zu. Und ich glaube, ich sollte wieder die Axt machen, weil wieder... wir überschwemmt werden von schlechten Gegnern. Ah, jetzt kommen sogar ein paar zu mir. Mensch, Mensch. Na, wollt ihr das wirklich? Okay, da kann ich mein Tiergefährten mal gebrauchen. Da seht ihr jetzt ist er aktiv am Angreifen sozusagen. Mal ein bisschen Streuschuss und alles. So stark sind die Gegner hier ja nicht.
sagte er und starb kurz darauf. Nee, noch geht's. Langsam, so. Oh Mist, da sind die ja schon voll gestorben, bevor ich die... Boah, hat er mir viel abgezogen. Habe ich ja gar nicht mal gesehen. Ich konnte ja so schnell gar nicht mehr reagieren. So schlimm ist es ja jetzt aber auch nicht, dass der Typ mir helfen müsste. Ich habe nämlich, ihr habt gesehen, wenn man stirbt, kommt man in seinen Todesscreen, für alle, die das nicht wissen. Ist ein bisschen speziell, ist auch ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Und der Vorteil daran ist, dass man sich nochmal retten kann. Wenn man zum Beispiel jemanden angreift, der gerade stirbt, also einer von den Gegnern, wie ich es gerade gemacht habe. Oder das hat mich natürlich auch gleichzeitig jemand geheilt. Oder aber ich kann auch meinen Tiergefährten zu mir holen, der mich heilt. Ach ja, stimmt. Ja, gut. Der hat nur Chains geschrieben. Ich nehme mal, wir sollen wieder die Ketten machen. So. Ich habe die Ketten hier. Ich mache es die ganze Zeit, ne? So. Machen wir einfach immer, wenn man auslösen kann, lösen wir aus. Mein Bär hält sich ja ganz gut. Hier seht ihr übrigens die Lebensleiste und so, was ich alles an ihm umstellen kann. Ich mache es einfach immer, wenn ich es aktivieren kann, aktiviere es. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist auf jeden Fall mein Tod, das ist nicht gut. Ah, er hat sich wieder aufgerafft. Boah, die sind aber auch ordentlich da am... Aber ich bleibe mal lieber hier oben, weil ich bin halt nur mein Fernkämpfer. Und als Fernkämpfer ist es nicht so gut, wenn man mitten im Geschehen drin ist. Muss ich aber nicht, aber trotzdem, alter Schwede, krass machen die viel Schaden. Krass. Wir sehen, ich habe mich Speed nochmal hochgepusht, weil, ups, den brauchen wir jetzt nochmal, sorry. So, alle Gegner gefangen. Puh, ich bin ja schon fast, ich will eigentlich die Truhe haben. Ah, jetzt habe ich die Truhe, glaube ich. So. Da hat auch jemand Siegel aktiviert, so sieht das aus von Fernem. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, ich halte mich einfach mal in die anderen. Übrigens hier rechts seht ihr immer das, was ich gerade so bekomme. Ist eigentlich auch manchmal ganz nett. Also müssen wir doch hier runter. Könnt ihr euch nicht mehr entscheiden oder so? Ah, okay. Wir sollen wieder zu den Ketten. Wollte er mir, glaube ich, damit sagen. Okay. Also der will da jetzt stehen bleiben und angreifen. Wir sollen halt die Fallen aktivieren, die man durch die Kette aktivieren kann. Alle anderen sind wohlgemerkt nicht an der Kette, aber gut. Der muss, glaube ich, zwei machen. Ah, das sind die Fallen, die wir machen. Okay. Ja, aber so effektiv waren die jetzt so... Ich will nichts sagen, aber so effektiv war das nicht. So, greifen wir den mal kurz an. Noch ein bisschen vergiften, ein bisschen verrüppeln. Das stellt sich nicht so häufig ein. Der macht ja halt für eine Zeit lang benommen. Finde ich jetzt nicht so wichtig, weil die einfach... Das ist einfach so kurz, dass es einfach nichts bringt, finde ich so. Aber gut. So, das ist der Highspeed hier mit dem beschleunigenden Saphir. Jetzt könnt ihr es auch mal ein bisschen besser erkennen. Ich werde halt schneller dadurch. Ist sehr praktisch, vor allem in Kombination mit der Axt macht man ziemlich viel Schaden. So, ich aktiviere sie einfach nochmal, vielleicht hilft es ja was. Obwohl das ja eher da hinten die Dinger ausfährt, ne? Weniger hier vorne, wo sie ja gerade sind. Boah, Alter, wie der sich gegen diese ganzen Leute da durchsetzt. Ich meine, er hat auch eine bessere Rüstung als ich. Ich habe mittlere Rüstung. Für alle, die das wissen wollen. Es gibt schwere, es gibt leichte, es gibt mittlere. Ich habe mittlere. Mit der hält man aber, wenn man mich fragt, nicht sonderlich viel aus. Ich habe ihn auch so geskillt, dass er ziemlich viel aushalten soll. Das heißt, ich habe ihn... Ups, boah, kommen die mal zu mir? Ich finde das scheiße. Geht weg. Das heißt, ich habe eigentlich auch viel mehr Lebenspunkte. Ich bin gerade zurückgesetzt auf Level 35. Eigentlich bin ich Level 80, das Maximallevel. Normalerweise habe ich so 20.000 Lebenspunkte. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Für meine Klasse sowieso. Ups. Weil ich hasse es, wenn man direkt stirbt bei jeder wirklichen Herausforderung. Okay, wir müssen weiter. Gut. Dann gehen wir weiter. Und da ist noch eine Kiste, denn da kriegt man immer die schönen Sachen, die ihr hier seht. Ich habe die Karte gerade extrem groß gemacht. Erstmal, damit ihr sie vielleicht besser sehen könnt, weil auf kleinem Bildschirm sieht man ja nicht. Auch für mich, weil ich finde die einfach ziemlich praktisch, wenn man immer sieht, wo man genau hin muss und so. Hab die letztens... um was besser sehen zu können, ein bisschen größer gemacht. Aber mir gefällt es eigentlich ziemlich gut so groß. Ich finde, zu groß ist sie nicht. Wenn es euch stört, schreibt es mal rein. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nur noch wenig Sachen mit Guild Wars 2 machen. Also nur vereinzelt. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht so wichtig. So, und jetzt kann ich euch mal die Beschleunigungsfunktion zeigen. Von meinem Horn. Und ich muss da hoch. Und ihr seht, ich werde... Alter, jetzt muss ich sogar noch da hochspringen. Das war knapp. Ich werde schneller, Geschwindigkeitsboost. Ich bekomme auch noch ein bisschen Kraft und so. Aber das... Macht jetzt nicht so unbedingt viel aus, finde ich. Also Notsituation. Natürlich ist es besser, als wenn man es nicht hat. Aber ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Oder, ich meine schon. So, der Typ scheint Ahnung zu haben. Der ist auch, ja okay, ist nicht wirklich viel weiter als ich. Aber
Weiß gar nicht, ob wir hin müssen. Die anderen sind hier nicht. Das lässt mich irgendwie vermuten, dass wir nicht hier hin müssen. Ups. Oh. Und ihr seht, ich bin kurz unsichtbar geworden, als mich jemand umgestoßen hat. Das ist auch so eine Spezialfähigkeit von mir. Immer wenn ich so stark zurückgeworfen werde und auf dem Boden liege oder so, werde ich unsichtbar. Nochmal Speedboost. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Weil ansonsten, wenn du auf dem Boden liegst, können halt die Gegner erstmal jahrelang auf dich eintreten. Und schlagen, während du nichts machen kannst. Dadurch, dass du unsichtbar bist, laufen sie halt von dir weg. Das ist schon ziemlich, ziemlich praktisch. Du kommst ja schon allein durch die Schaden, durch die Attacke, die dich zurückwirft. Das ist meistens eine ziemlich starke Attacke. Tier grabbing now or can be bugged. Okay. Okay, ich glaube, wir sollen jetzt wen töten? Ich weiß nicht, wie die... Es gab auch irgendeine Abkürzung, also womit man das ganze Spiel auf Englisch stellen konnte für eine Weile. Aber ich verstehe, was der meint. Aber ich glaube momentan... Ich werde einfach gucken, was die machen. Und das mache ich auch. Ihr seht, das ist voll international hier. Der spricht auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, für welchen Server die sind. Klagenriss sind die alle. Keine Ahnung. Also das heißt jetzt nicht, dass es ein deutscher Server sein muss. Wahrscheinlich nicht. Sonst steht da nämlich DE hinter. Das heißt wahrscheinlich amerikanischer oder so, keine Ahnung. Ich war auch auf einem, wo nur, auf einmal so mitgemacht, wo nur, French People da waren. Das war auch sehr witzig, weil ich kein Wort Französisch kann. Das ist nicht wirklich praktisch, sage ich euch. Dafür kann ich wunderbar Latein, was ich nie wieder brauchen werde. Yay! Okay. Ja, verteidigen. Das ist, so weit verstehe ich das ja noch ganz gut. Okay. Wir sollen wieder irgendwelche Fallen auslösen. Ach, wir sollen die verteidigen diesmal. Okay. Okay. Und da hat er einen Banner aufgestellt. Ich glaube, das gibt uns noch so ein bisschen. Hier steht ja verbesserte Präsentation. Präsentation, genau. Präzision. Das heißt, man hat mehr Volltreffer. Bin auch so geskillt, dass ich fast gar keine Volltreffer mache. Ich mache halt den hauptsächlichen Schaden durch die Blutung. Die könnt ihr aufploppen sehen, wenn ihr mal ein bisschen darauf achtet. Ups. Nicht so unaufmerksam sein, bitte hier. Ne? Achtet genau auf alles, was passiert. Egal. So, könnt ihr sehen, immer kommt so ein kleines Plopfeld. Da, was wieder. Damit mache ich hauptsächlich meinen Schaden. Weniger mit den Angriffen tatsächlich. Finde ich aber ganz witzig so. Problem ist nur bei Gegenständen oder so, wo du... Und mir wird gerade Leben abgezogen. Das finde ich nicht schön. Also diese roten Dinger waren das. Der festhalten und dann so ein mega krass Schadenfeld machen. So hättet ihr das gerne. Da ist auch ein Askalon-Waldläufer. Ein Bruder! Komm her, Bruder. Oder besser nicht, weil ich glaube, du hast hier überall Fallen aufgestellt. So. Da haben wir noch einen askalonischen Nekromanten. Ich nehme an, der wird gleich irgendwelche komischen Viecher aufstehen lassen. Oder mir Leben abziehen. Das mag ich am wenigsten. Also bei stärkeren Gegnern ist es echt tödlich, wenn die das Leben abziehen und sich einfach so wieder regenerieren. Und man es nur schlecht abwehren kann. Und der Typ stirbt da gerade, aber keinen interessiert es. Nee, wir heilen ihn natürlich alle wieder. So. Weil ich tatsächlich festgestellt habe, ich bin fast nie der Einzige, der als erstes stirbt mit diesem Skill. Weil meistens, wir haben jetzt Krieger und Wächter nur bei mir. Krieger und Wächter haben beide schwere Rüstung und sind halt so ein bisschen auf Nahkampf geskillt. Wächter vor allem auch zur Unterstützung. Das heißt, die haben so kleine Schutzzauber und dass die halt stärker werden und ich halt auch, alle, die Umgebung sind. Das heißt, die haben alle schwere Rüstung. Schon witzig, dass die dann direkt als erstes sterben, weil die eben auf Nahkampf alle drauf sind. Wenn ich halt immer von Weitem so ein bisschen kämpfe. Aber ich bin trotzdem auch noch defensiv nicht schlecht, muss man ja sagen. Also ich bin nicht der Schlechteste in Verteidigung. Auch wenn ich nur mittlere Rüstung habe. Boah, ich hasse diese Leute, die eines Leben abziehen wollen. Oh Mann, das ist so fies mit der Falle und dass man sich nicht bewegen kann. So. Alter. Übrigens sind die Gegner alle stärker natürlich als die normalen. Also dieses Silberne heißt, dass sie schon ziemlich stark sind. So. Schau mal mit diesen Fallen. Das ist so nervig, was der Waldläufer da macht. Auf Fallen könnte man sich auch machen. Da habe ich sogar mal ein schönes Bild zu gesehen. Also so eine Fertigkeitsaufteilung. Ach man, ich kann immer so schnell nicht reagieren. Also die meisten machen das ja auch mit Kurztasten. Ihr seht, ich mache es nicht. Also man kann es auch über sozusagen, ja, über die Tasten 2, 3 und so machen. Also über WASD. Die Fähigkeiten aktivieren. Aber erstmal könnt ihr so natürlich schöner sehen, was ich einsetze. Ist vielleicht was schöner. Und ich mache es auch nicht gerne anders. Ich finde das so einfach schöner. Ich weiß nicht, ist es für mich besser. Man kann natürlich auch weniger reagieren. Aber vielleicht werde ich mir irgendwann mal so eine Maus holen, mit der ich das dann über Tasten von der Maus machen kann. Das wäre, glaube ich, noch viel entspannter. Und hier müssen wir offensichtlich hin. Dann warten wir doch mal ein bisschen. Was als nächstes passiert? Ich freue mich schon auf den Megaboss. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schneiden muss oder... Ist so reicht. Puh, keine Ahnung.
So, das ist mein Speed hier. Yay. Boah. Und man kann die Gegner übrigens auch mit Tab anvisieren. Das mache ich auch fast nie. Sollte ich mir mal eher angewöhnen irgendwie. Vor allem in so einem Gewusel kann man die sonst nur sehr schwer anvisieren. So. Nehmen wir mal das ganze Zeug hier mit, was der gefallen lassen hat. Waldläufer ist echt am nervigsten mit den Fallen, die einen festhalten. Ne? Das ist unglaublich. Muss halt dauernd irgendwie in Bewegung bleiben. Das habe ich irgendwie... Ups, und dann kommt ein Askalon-Krieger, den weichen wir mal aus. Und ich bekomme einen täglichen Erfolg, weil ich ausgewichen habe. Das ist natürlich ein Traum. Nicht wollte ich sehnlicher. Ne, sind eigentlich ganz praktisch. Das heißt, dass man, wenn man täglich irgendwie so zwei, drei Sachen macht, dass man immer so ein paar Sachen bekommt. Unter anderem halt so Währung und sowas. Ups. Und Erfolgspunkte. Erfolgspunkte sind bei mir gerade... Ups, ich muss aufpassen, dass ich dem nicht... Müssen wir nach hier? Wir müssen nach hier, glaube ich. Kann ich mal kurz zeigen. Erfolgspunkte seht ihr hier. Die sind bei mir bei 1381. Bei unseren Leuten hier sind die teilweise schon weiter. Bei 4.000, 5.000. Und mit den Erfolgspunkten kommt man halt so Truhen, so ein paar nette Sachen, dass man ja, sozusagen so ein paar effektiver Sachen finden kann, dass man mehr Geld bekommt und so ein paar Skins für Waffen und so was. Und das ist der Boss. Der Geisterfresser. Sieht echt nett aus irgendwie, voll sympathisch. Wer wird den nicht lieber als Haustier haben wollen? Ich habe leider nichts, was so wirklich so mega Fernangriff hat. Dementsprechend kann ich ihn von hier aus noch nicht angreifen. Was sind da über diese Enderplasma-Schleims? Haben die eigentlich Gewehre, ich glaube? Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind Gewehre. Ich habe leider nichts anderes. Aber gut, ich kann die Waffe, glaube ich, sowieso nicht benutzen. Gewehre kann ich auch nicht benutzen. Die ist halt ein bisschen eingeschränkt in den Waffen jede Klasse. Ich kann halt nur Bögen benutzen. Auch keine Pistolen oder sowas. Pistolen gibt es ja auch. So, und wir halten uns offensichtlich ziemlich hier bei der nördlichen Falle auf. So. Vielleicht sollte ich mir mal den Langbogen langsam holen. Also ich habe auch natürlich einen Langbogen dabei. Der hat schießt halt nicht so schnell und ich bin darauf nicht so geskillt. Achso, wir müssen den nur hier anlocken. Wir machen ihm eigentlich keinen Schaden, okay. Wann kommt er da nicht? Kann mir das mal jemand erzählen? Ah, jetzt ist er tot. Okay, ich soll meinen Bogen nicht benutzen. Dann benutze ich ihn eben nicht. Päh! Ach so, da kann man sich die Sachen... Ah, okay. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, woher die ganzen Waffen her haben. Nee, es sah auch ein bisschen so aus wie so ein Gewehr. Ich habe schon gedacht, hä? Aber wir sollen die einfach hier hinlocken oder dahin ziehen oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Komm her, Schleim. Komm her. Unsere Falle. So, da ist er weg. Sehr schön. Das nächste ist der hier. Das wusste ich halt noch nicht. Ich habe den, also, vielleicht hab ich doch einen ähnlichen Weg gemacht, aber nicht den gleichen oder so, keine Ahnung. Aber ist eine ganz witzige Idee irgendwie, mit der Falle und die Gegner anziehen und so. Ich meine, wenn man es vorher noch nicht weiß, ist ja auch ein bisschen komisch. Ne? Es hätten auch, okay, ein bisschen komische Gewehre sein können. Hätte ich mir eigentlich schon denken können, aber theoretisch, ne? Weil es sind alles Leute, die Gewehre, ich glaube, können Wächter Gewehre tragen? Ich weiß gar nicht. Krieger auf jeden Fall, aber Wächter weiß ich nicht. Kann auch gut sein, dass sie es nicht können. So, komm her! Komm zu uns, du Schleim. So. So, da ist er weg. Dann nehmen wir als nächstes den Schleim. Oh, die gehen aber volle direkt auf den Endplasma-Schleim drauf. Ich glaube nicht, dass man den, also auf den Geisterfresser oder auf einen davor, weiß ich gerade nicht. Komm schon her. Ich ziehe währenddessen schon mal den nächsten. So, und wir kriegen irgendwie zwischendurch immer Schaden. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich wieder durch irgendeine Fähigkeit oder durch unser Ding oder was weiß ich. So. Gehen wir zum nächsten. Zu unserem Ektoplasma-Gewehr. Gefällt mir eigentlich ganz gut der Weg. Ist irgendwie so ein bisschen kreativ. Nicht immer so Bosskämpfe, sondern ein bisschen witziger irgendwie. Gefällt mir. Ich weiß nicht, wie lange wir eigentlich noch diese Schleim hier abwehren sollen. Komm her, Schleim, komm her. So, dankeschön. So. Durch irgendwas bekomme ich immer Schaden, aber ich weiß nicht durch was. Keine Ahnung. Na gut, alleine kann ich den, glaube ich, auch nicht anziehen. Das müssen wir schon zusammen machen. Oder gehen auf den erstmal. Okay. Ah, jetzt kann ich meine Fähigkeiten. Also ihr seht, alles ein bisschen Cooldown. Nicht wirklich, aber ein wenig. Das heißt, ich kann es eine Zeit lang halt nicht einsetzen. So. Langsam sieht es tatsächlich so aus, als hätten wir langsam aber sicher mal alle Schleime erledigt. Der haut ein Banner der Disziplin hin. Was bei mir sowieso egal ist. Don't attack him until child is down. Okay. Warum greifen die dann alle an? Können wir das mal erzählen?
Jetzt, glaube ich. So, dann gehen wir auch wieder auf meinen Bogen und wir greifen ein wenig mit meinem Bogen an. So, boah, ziehen wir dem ordentlich. Ordentlich. Ich meine, dafür, dass er ein Boss ist, ist der echt schon ziemlich gut weg gerade. Und ich merke vielleicht, ich versuche mich immer ein bisschen seitwärts und hinter den Gegner zu stellen, weil ich dann durchgängig mit meiner Standardattacke Blutung verursache. Das ist ganz schön. Und da ist auch direkt jemand down gerade. Das ist nicht so schön. Und die funktioniert auch leider nicht. Also dass die Benommenheit-Attacke funktioniert meistens bei Bossen nicht. Okay, wir sind weg. Na gut, dann gehen wir weg. Gut. Hab's verstanden. Auf zur nächsten Falle. So. Machen wir kurz. So. Achso, der ist tot, ja. Merkt, ich bin nicht der Erste, der down geht. Ich bin nie der Erste, der down geht. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen still bin, aber ich versuche gerade nicht unbedingt in jede Falle zu laufen, die er wieder hinstellt. Deshalb nur, ne? Dann, weil ich will jetzt nicht direkt wieder sehr sein, der down geht. Nicht wie dieser Typ hier zum Beispiel, den muss ich jetzt wiederbeleben. Also ihr merkt, solange die noch in dieser Wiederbelebszeit sind, kann man sie eigentlich, also im Todesbildschirm sind sozusagen, ups, kann man sie ganz gut wiederholen. Ups. Aber wenn sie dann wirklich ganz tot sind, das seht ihr auch hier mit Grau, ist das ein wenig ein Problem. Komm zu mir, ich habe mehr Leben, komm zu mir. So. Und ihr merkt, ich bin nie der Erste, der stirbt. Ich bin sogar zeitweise ein paar Mal schon auf. Ach Mist, da hatte ich nicht genug Energie, um mich abzurollen. Ups. Und da hat der andere jetzt ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, weißt du, so schlau war ich auch schon, dass ich nicht in den runden Ring stehen soll. Oh, jetzt hat er sich komplett regeneriert. Willst du mich verarschen? Ist ja geil. Ups. Ich kämpfe jetzt einfach mal, auch wenn ich sowieso nichts erreiche, so lange bis ich tot bin. Ja, jetzt bin ich tot. Bringt ja jetzt auch nicht wirklich was. Deshalb, weil alle anderen, wenn alle anderen in meinem Team tot sind, können wir auch nicht wirklich was gegen ihn ausrichten. Deshalb, ne. Habe ich jetzt auch nicht wirklich versucht. Ich hätte mir, ja, wäre wahrscheinlich knapp geworden, wiederbeleben, aber es bringt auch nichts. Weil es kann, wie ihr vielleicht gesehen habt, die Leute können sich nicht wiederbeleben. Oh, wir sind zurückgesetzt worden, ist ja geil. Wieso? Ich weiß es nicht. Vielleicht Verbindungsfehler oder was auch immer. Egal, war doch ganz schön, denke ich mal. Also ein bisschen was habe ich gezeigt. Viel länger dürfte das Video sowieso nicht werden. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich war zwischendurch nicht zu still, ist mir zwischenzeitlich mal aufgefallen. Keine Ahnung, weil ich so doch so ein klein wenig konzentriert war. Aber ihr merkt, ich bin nie der, und ich bin tot. Außerdem bin ich tot. Und ich bin nie der, Erste, der stirbt. Wollte ich mal so betonen. Ich halte schon länger durch. Kann ich dir denn eine kleine Geschichte erzählen? Und zwar war es tatsächlich mal, als ich mit ein paar Leuten gespielt habe, die wirklich extremst erfahren waren. Also von den Erfolgspunkten, ihr habt gerade gesehen, ich spiele schon eine ganze Weile und habe 1300 und die hatten alle 10.000. Das heißt, sie spielen wahrscheinlich schon jahrelang oder sind die totalen Suchtis, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall so richtig gute Leute. Und gegen die habe ich einfach mal, alle waren tot bei so einem Boss. Also es waren fast nur 10.000er Leute dabei. Und ich war als Einziger noch, hab da noch so 4-5 Minuten überlebt, als Einziger gegen so einen Mega-Champ da. Das war schon extremst geil. Und ich habe den sogar richtig was abgezogen. Also ich glaube, so ein Achtel von dem Leben. Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es so ein Mega-Boss ist, den man eigentlich zu fünft besiegen soll. Und er hat sich sogar nicht regeneriert. Das heißt, es hat sich sogar was gelohnt. Weil ansonsten, wenn alle tot sind und zu weit weg sind, regenerieren die sich ja wieder. Wie eben. Das war dann halt auch nicht so. Naja. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht haben sie es aufgelöst, weil sie gestorben sind. Oder ich meine, hey, ne? Bisschen Herausforderung sollen die Dinger ja schon sein irgendwie. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und keine Ahnung, wenn ihr mehr zu Guild Wars 2 wollt, dann könnt ihr es auch schreiben. Oder wenn ihr sagt, nö, lass mal, mach lieber was anderes. Also ich werde es natürlich jetzt auch special-mäßig. Auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal was anderes machen, das ist klar. Aber falls ihr irgendwann mal wieder was haben wollt, vielleicht auch mehr sowas Allgemeines oder so ein Event oder so, keine Ahnung, was ihr halt lustig seid, worauf ihr Spaß habt. Ansonsten, oder World vs. World oder PvP, gibt es ja auch alles. Bin ich so nicht so erfahren dafür, aber wenn ihr es mal sehen wollt oder so, würde ich mich ein bisschen darauf vorbereiten und dann könnte ich das natürlich auch mal zeigen. Ansonsten
bis demnächst. Ne? Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr habt. Ihr merkt, wenn ich versuche, eine Abmoderation zu machen, dauert das eine halbe Ewigkeit. Das ist übrigens mein Braunbär Bruno. Hallo Bruno. Geht's dir? Alles gut, Bruno? Und mit dem schönen Gesicht von Bruno. Bleib mal stehen, Bruno. Können wir die nicht irgendwo stehen lassen? Abschütteln? Nee, 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 nee. Nee, ich will nicht wegschicken. Ich will, dass er einfach stehen bleibt. Es geht nicht, es geht nicht. Na gut, da müssen wir ihn von hinten angucken. Mit dem schönen Braunbären Bruno, der immer mehr vorwegläuft. Das finde ich echt nicht angenehm. Wolltest du nicht hinter mir herlaufen eigentlich? Unverschämtheit. Wie auch immer. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Bruno. So. Und mit dem schönen Anblick von meinem Braunbär Bruno. Ich weiß nicht, warum ich gerade lache. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.